Ich vermisse die Zeiten auf YouTube, in der Katzen noch die Trends beherrschten und man sich nur über diese ganzen Trash-YouTuber aufregen konnte. Mittlerweile muss man sich fast ebenso häufig über die Plattform YouTube selbst beschweren. YouTube schafft es mit ihrer werbekundenfreundlichen Videorichtlinienpolitik, den Spaß für Creator immer mehr einzuschränken, indem gerade in letzter Zeit viele Inhalte gelöscht werden oder der Ersteller der Videos gar mit einem Strike schwerwiegender belastet wird. Und immer häufiger bekommen YouTuber zu Unrecht einen Strike aufgedrückt. Und wir alle wissen, dass ein Kanal bei 3 erhaltenen Strikes schneller weg ist, als Thanos mit den Fingern schnipsen könnte. Warum das Strike-System von YouTube dringend überarbeitet werden muss, darum geht's in diesem Video und damit herzlich willkommen auf ungeschminkter Blackscreen. Mit diesem Video greife ich einen aktuellen Anlass auf, dem meinem geschätzten YouTube-Kollegen Just Nero passiert ist. Ihr habt es bestimmt schon selber mitbekommen. In seinem Video Der widerlichste YouTuber aller Zeiten macht Just Nero wirklich auf einen der widerlichsten YouTuber aller Zeiten aufmerksam. In dem Video kritisiert er einen Tierquäler, weist auf die Sachlage hin, fügt Einschnitte und Beweise der gequälten Tiere hinzu und fordert YouTube auf, die besagten Kanäle dieses Abschaum-YouTubers zu sperren und bekräftigt die Zuschauer daraufhin, dessen Kanäle zu melden und gegen den YouTuber was zu unternehmen. Vielleicht hätte man die Aufforderung, den YouTuber fertig zu machen, am Ende etwas subtiler machen können, dennoch für mich noch lange kein Grund, gegen dieses Video was zu unternehmen. Das hat YouTube aber so nicht gesehen. Für dieses Video erhielt Just Nero nämlich einen Strike wegen Belästigung und Cybermobbing. Anstatt den psychopathischen Tierquäler von der Plattform komplett zu verbannen, verpasst man lieber Just Nero einen Strike. Nochmal zum Mitschreiben. Ein, darf man sowas überhaupt Mensch nennen, bringt seine Katzen langsam und grausam auf dieser Plattform für Klicks um. Just Nero macht mit seinem Video darauf aufmerksam. Dies wird von YouTube quittiert mit einem Strike wegen Cybermobbing, während der Tierquäler ohne Probleme weiter sein Handwerk verrichten kann. Ich dachte, tiefer als die Titanic kann man nicht mehr sinken, aber ich habe mich wohl getäuscht. Welche Theorie hat wohl Leon Lovelock dazu? Ganz ehrlich, als ich das Video mit dem Tierquäler zu Ende gesehen habe, ich hatte absolute Schnappatmung und bin so grün wie der Hulk angelaufen. Da blutet einem das Herz. Tierquäler haben keine Achtung vor dem Leben und sind Abschaum unserer Gesellschaft. Und hätte ich ein Video über diesen Tierquäler gemacht, ich wäre nicht so ruhig geblieben und hätte mit vielen Beleidigungen um mich geworfen und hätte damit vermutlich zu Recht einen Strike bekommen. Just Neros Video enthielt aber kaum Hate Speech. Und nachdem viele YouTuber auf diese Sache aufmerksam machten, ist Neros Video mittlerweile zumindest wieder entsperrt und als kleine Lichtblick der erste Kanal von diesem Katzentypen gelöscht. Dennoch verfügt der Tierquäler immer noch über viele aktive Kanäle, die noch nicht down sind. Und da man anscheinend nicht dazu aufrufen darf, diese Kanäle von ihm zu melden, verweise ich lieber auf das Video von Just Nero, wo in der Beschreibung sämtliche Kanäle von diesem Abschaum verlinkt sind. Ihr wisst, was zu tun ist. Das Strike-System scheint sowieso bei YouTube ziemlich willkürlich auszufallen. Jemand, der Lebensmittel verschwendet, Tiere quält oder einen halben Schmuddelfilm dreht, geht auf der Plattform in Ordnung. Ein Fall, der in letzter Zeit zum Beispiel für viel Aufsehen gesorgt hat, ist auch die der YouTuberin Soseong, weiß nicht, ob man die so ausspricht, die nicht gestrikt, geschweige denn demonetarisiert wird. Warum auch? Scheinbar ist das Foltern und Essen von lebenden Meerestieren bei lebendigem Leib vollkommen legitim. Diese Tierquälerei wird dann auch noch schnell als ASMR betitelt und fertig ist das wirklich widerliche Video. Meinungsblogger-Kollege Baku hat darüber auch ein sehr gutes Video gemacht, auch den verlinke ich euch mal in der Beschreibung. Und erneut wird auf Seiten von YouTube hier nichts gegen die Tierquälerei unternommen. Man möchte anscheinend keine YouTuberin löschen, die über 3,4 Millionen Follower hat. Weil wer schaut sich so einen Scheiß eigentlich an? Auf der anderen Seite haben wir dann das, was Mimi abzieht. Und das muss natürlich von YouTube geahndet werden. Ganz klar, das ist ja ein Hassprediger, der verbreitet rundum nur Hass, ganz klar. Oh Mann, das Beef mit Luna-Video wurde jetzt schon mehrfach gestrikt und nach einer Überprüfung wieder freigegeben, dann wieder gestrikt und wieder freigegeben. The Circle of Strikes. Es handelt sich dabei um ein 4 Jahre altes Video. Und so ging es auch Mois, der teilweise für Videos belangt wurde, die schon Jahre zurückliegen und die Videos, die einfach humoristisch sind und nicht ernst zu nehmen sind. Ich meine, warum bekommt man für ein 4 Jahre altes Video einen Strike? Löscht doch das ganze Video einfach, wenn es nicht mehr ins Konzept passt. Aber ich finde, man sollte als YouTuber nicht nach so einer langen Zeit für ein Video belangt werden, zumal die strengen Richtlinien damals noch nicht galten. Das ist einfach unfair. Dadurch kann sich ein Kanal schnell mal mehrere Strikes auf einmal einfangen, wenn es YouTube nicht so gut mit einem meint und der Kanal ist auf einmal Geschichte. Von heute auf morgen, ohne dass der YouTuber Zeit zum Handeln hatte. Wenn man mal mit einem Video Mist gebaut hat, sollte dies gleich angezeigt werden und nicht erst sehr viel später entdeckt werden. Klar, YouTube ist mehr und mehr bedacht, kinder- und familienfreundlichen Content anzubieten. Ich finde es nur komisch, dass YouTube jetzt so radikal verschärft. Es gibt etwas, das heißt YouTube Kids, wo im Namen schon steht, dass es kinder- und familienfreundlich ist. Es gibt sozusagen eine eigene YouTube-Plattform nur mit Family-Content. Wieso müssen die strengeren Richtlinien nun auf die ganze Plattform übertragen werden? Zumal sich das System allzu oft als fehlerhaft herausstellt und Kanäle ungerechte Strikes ausgehändigt werden.
Es gibt YouTuber, die wirklich gegen andere hetzen und diese mobben. Da passiert dann nichts. Wenn man jedoch auf Stilmittel wie Satire und schwarzen Humor setzt, bekommt man einen reingedrückt. Durch diese YouTube-Richtlinien-Bullshit verliert man als YouTuber halt echt manchmal die Motivation, kritische YouTuber zu thematisieren oder Humor einzubringen, der falsch von der KI verstanden werden kann. Damit schafft YouTube das ab, wofür es eigentlich einmal stand, nämlich das gute alte Broadcast-Yourself-Prinzip. Die Ausweichkanäle von Max und Axel sind mittlerweile auch komplett gesperrt. Mit YouTube war es das wohl endgültig für die beiden. Diese schleichende Zensur ist sehr bedenklich. Nur noch werbefreundliche Kanäle werden bevorzugt. YouTube hat angekündigt, vermehrt auf Bots zu setzen. Doch immer mehr Fälle zeigen, dass es beinahe purer Zufall ist, wer bestraft wird oder nicht. Auch OpenMind hat vermutlich schon mehr Strikes auf YouTube kassiert als beim Bowling. Erst kürzlich wurde etwa sein Anti-Hanf-Video gelöscht. OpenMind leistet mit seinem Kanal einen, wie ich finde, wichtigen Beitrag über die Aufklärung von Drogen, dessen Zugang viel eher gefördert werden sollte und nicht erschwert, zensiert oder gar gelöscht. YouTube sollte dringend daran arbeiten, sinnvolle Richtlinien auszuarbeiten, die klar und nachvollziehbar sind, für alle gleichermaßen gelten, die künstlerische Freiheit und Aufklärung jedoch nicht einschränken und für den Höchstbietenden nicht einfach mal auszuhebeln sind. Und während größere YouTuber oft ihre große Community mobilisieren können und Beziehungen zu Netzwerken haben, um gegen die Strikes erfolgreich vorgehen zu können, sind vor allem kleine YouTuber oftmals von ungerechtfertigten Strikes betroffen, gegen die nicht vorgegangen werden kann. Und so werden unentdeckt auch viele kleine Kanäle gelöscht, die YouTube-Landschaft facettenreicher machen, es durch die Einschränkungen aber mehr und mehr nicht mehr können. Bots können die Videoinhalte nie ganz genau anschauen und erst wenn der Druck der Öffentlichkeit kommt, gerät vielleicht mal was ins Rollen. Darauf können kleine YouTuber aber kaum bauen und sind somit der Willkür der Bots ausgesetzt. Bei mir selber wurde ich für ein Video aufgrund von kinderunfreundlichen Inhalt geahndet, obwohl ich auf YouTuber hingewiesen und kritisiert habe, die Kinder vor laufender Kamera bloßstellten. Die Beschwerde verlief erfolglos. Kritikvideos kommen kaum noch an auf YouTube. Schwere Zeiten für Meinungsblogger. Leute wie KuchenTV verlieren ihren Partnerstatus bei YouTube. Videos von uns werden seltener vorgeschlagen. Eine Konkurrenzplattform ist derweil nicht in Sicht. YouTube hat das Monopol und damit auch die Möglichkeiten, diese Richtlinien der kinderfreundlichen Inhalte auf Teufel komm raus durchzuziehen. Informative Aufklärung und stilistische Mittel müssten für die Werbemaschinerie weichen. Und jetzt ganz viel Mitleid an den armen Tierquäler. Der wollte dem Oktopus doch nur den Kopf abbeißen und die Katze siebenmal mit dem Auto überfahren. Und dann kam der böse Chastnere und kritisiert den armen Tierquäler. Was für eine verkehrte Welt. YouTube regelt das. Sonst gibt's einen Strike für euch. Und bei 3 Strikes wechsle ich auf Twitch. Ganz einfach. Regen wir uns doch lieber mal wieder über YouTuber auf. Und damit herzlich willkommen zur Community-Ecke. Nein, Moment mal, über die Community-Ecke aufregen, das überlasse ich dann doch lieber KuchenTV. Ich möchte mich auf alle Fälle erstmal für das hervorragende Feedback nach meinem letzten Video bedanken. Fiel von den Bewertungen auch mega gut aus. Vielen Dank dafür. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls mein Erstkanal mal wegen Strikes zugrunde gehen sollte, mein Zweitkanal ist der sogenannte Party-Podcast und wer dort mal eine etwas andere Facette von mir entdecken möchte und lustige Podcasts über die skurrilsten Feiern, Anmachsprüche und Begegnungen anhören möchte, ist herzlich dazu aufgerufen, dort mal vorbeizuschauen. Ich habe dort immer mal wieder andere Gäste am Start, von Barkeepern über Musikbands bis hin zu Ex-Freundinnen. Für jeden sollte da etwas dabei sein. Und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Gastpart, da ich in meiner Community-Ecke auch immer mal wieder kleineren YouTubern eine kleine Bühne schenken möchte. In diesem Fall Galu HD. Und der hat von mir den Auftrag bekommen, ein Video über eine bestimmte Person zu machen, der meine Videos die ganze Zeit mit nervigen Kommentaren nur zuspammt. Meistens mit Links zu seinen irrelevanten, unlustigen Videos und rundum nur um Aufmerksamkeit bettelt und möchte, dass ich ein Video gegen ihn mache. Nun, die Aufmerksamkeit sollst du bekommen, nur etwas anders als gedacht und ich mache auch kein Video über dich, sondern hab das Ganze mal an Galu HD outgesourced. Danke dir, schaut bei ihm gerne mal vorbei und lässt Grüße da. In diesem Sinne, ich bin raus, bis zum nächsten Video, euer ungeschminkter Blackscreen. Broadcast yourself, broadcast together. Yo, ihr Hustensaft-Schmuggler, ich bin Galu HD. Ihr könnt gerne zu meinem Kanal rüberkommen und abonnieren, weil ich filmgeil bin. Okay, nicht Spaß beiseite. Ich wurde endlich aus dem Keller von ihm gelassen und biete euch heute geistigen Dinges. Aber nicht mehr so lange labern, let's go mit meinem Part. Ja, und zwar hieß es, dass das heutige Video über Unknopf-User geht. Nachdem er es mir gesagt hat, habe ich mich auch auf die Suche begeben im World Wide Web und man findet einen Kanal mit knapp 1000 Abonnenten. Und schon nachdem man sich das erst schlechteste Video angesehen hat, denkt man sich, wie kommen die 1K-Abos zusammen? Also habe ich mich durch seine Massen an Videos durchgesucht, bis ich zu dem vermeintlich ersten Video kam und das war Capital Bra.
die Stelle, wo er nur singt, nur noch Gucci, yay. Was damals relativ im Hype war. Aber trotzdem, so wie seine danach kommenden Videos, haben alle mindestens über 3000 Klicks. Und dann kamen, warum auch immer, 10 Monate keine Videos und dann zeigt er sein Babyface endlich und es kommen noch nicht mal 100 Klicks zusammen. Was in einer gewissen Weise echt traurig ist. Aber nachdem ihr jetzt eine Einführung zu seinem Kanal hat, will ich auch mal auf ein paar Videos eingehen. Wo ich selber echt schmunzeln musste, weil das ist einfach für mich irgendwie peinlich auf so einer gewissen Weise, fremdschämend und vor allem auch eine Lachnummer. Und für mich schon das Anstößigste mit dem Thumbnail ist, ich habe mich mit Lil Ayne getroffen. Zu Lil Ayne gibt es ja auch hier schon auf dem Kanal von Ungeschminkten Blackscreen ein Video. Könnt ihr euch auch mal abchecken. Ich erzähle euch jetzt eine Story über Lil Ayne, ne? Was mir passiert ist, als ich mich mit ihm getroffen habe. Okay, guck mal. Hört mal ganz genau zu, meiner süßen, geilen, leckeren Stimme. Also jetzt mal no joke. Das sind so Menschen, die auf die Straße gehen und brüllen, Arbeit macht frei. Und genau solch will niemand weder auf YouTube, noch in Deutschland, noch auf der Welt haben. Professionell mit meinen Skills, Alter, beim Musikvideodreh geholfen. Und was macht der Wichser? Der hat mich nicht mal verlinkt. Der Wichser hat mich nicht mal verlinkt. Oh mein Gott, du hast ab und zu die Kamera gehalten und machst deswegen so ein unnötiges Video, wobei du deine Stimme ins Unermessliche veränderst, weil sie sich schon hässlich genug anhört und heulst jetzt rum? Ich glaube, an diesem Video hat jetzt jeder gescheite Mensch gemerkt, dass seine Videos unnötig, unwitzig und gefaked sind. Und damit zum nächsten Video. Die JCC-Qualifikation. Alle, die sich jetzt so denken, so wie ich am Anfang, JCC? Was ist das? Ja, kein Plan, was es eigentlich heißt. Aber für mich, ich habe mal ein bisschen rumgeschaut, ist es anscheinend ein Cup für minderwertige Menschen, die denken, die können mit hochgepitchter Stimme krass singen, aber die es eher voll zum Affen machen. Man kann doch wenigstens so synchron dazu singen. Ich meine, das ist einfach nur, er hält sein Headset, macht ein bisschen da mit. Aber das ist doch übel cringe so. What the fuck? Aber es muss ja auch noch eine Kirsche auf der Torte sein. Und das erledigt dieses Video. Ansage an die Hater. Oh nein, er fickt jetzt uns, beziehungsweise, wait, seine Community. Nee, stimmt. Der hat keine. Okay, der fickt jetzt seine Zuschauer richtig. Nein. Ey Leute, Mango Squad auf jeden Fall erstmal ist die Gang. Ja, der krasseste Motherfucker ist mal wieder back auf YouTube. Ja, mir ist aufgefallen, dass ein paar kleine Untermenschen auf den krassen Big Boss, Alter. Alter, hol dir bitte einfach einen Popschutz, Mann. Und geh mal zu einer Schönheits-OP, damit machst du jedem einen Gefallen. Irgendwie neidisch sind und ja, ich wollte nur sagen, dass sie einfach alle neidisch auf mich sind. Ich meine, guck mal, mein Fame. Sein Fame. Wollt ihr einfach alle haben. Ihr schreibt diese Kommentare, dass ich euch antworte, aber ich mache es nicht, weil ihr wollt halt mein Fame. Und ich kann verstehen, so wenn ihr einen Schwanz von den krassesten Rapper auf links Deutschland sein wollt. Aber ich sage nein, meine Freunde. Denn ich bin hier krass, ja. Guck mal, ihr geht mir so am Arsch vorbei, dass ich jetzt einfach mit dem Video Wasser trinke. Und das mache ich jetzt paar Sekunden. Geh dich bitte einfach buddeln. Solche Wesen kann man, finde ich, nicht mehr als Menschen ansehen. Tun so, als wären die voll krass und können keinen Respekt vor anderen zeigen. Sowas hätte man damals an die Front geschickt. Und das Schlimme wäre, der wäre nicht mal losgerannt, weil er sich so in die Hosen geschissen hätte, noch bevor er überhaupt eine Ausrüstung hätte. Er gilt für mich einfach als einer der Untermenschen. Und bevor ich hier an einem Herzinfarkt sterbe noch, höre ich hier lieber auf und... Ja? Ja? Was? Was ist los? Ich soll wieder in den Keller? Oh Junge... Och man, okay, wie ihr vielleicht gehört habt, schickt mich der Blackscreen, der heute mal wieder ungeschminkt ist, in den Keller. Und nochmal Blackscreen an dich, schmink dich mal. Kuss.